herzlich willkommen zurück bei Seidenwars. The return, the revenge of the Seidenkillers. Yes, yes. Yes, indeed. With a big cuddle in the hose. It's a really big cuddle in the hose. Freunde, also ich sage euch mal was. Hierher zu kommen, war eine Qual. Dann sind wir hier angekommen, dann gab es nochmal richtig auf die Ohren. Von Alter. Schlangen und allem Pipapo. Dann ist uns aufgefallen, dass ja, wie gesagt, unsere beiden Schränke weg sind. Das heißt, unser ganzes Material lag im Wasser. Wenn man es aufgenommen hat, konnte man sich nicht mehr bewegen, weil man überladen war. Die Tiere waren überladen, wir waren überladen. Es war die Hölle. Jetzt haben wir zumindest alles wieder einigermaßen so, damit dass wir laufen können. Ja. Und, ja. So, hier ist alles voller Schlangen, direkt voraus ist schon wieder zwei, da drüben ist ein Sarko, ich mag ihn nicht mehr. Das Boot ist einigermaßen repariert. Ja, zum Glück, das haben wir repariert, genau. Wir gehen jetzt hier von Bord, müssen uns Holz besorgen und halt Seide, damit das hier nicht ganz für Umme war. Genau, das Holz, wir besorgen uns Holz und Stroh und auch Fasern, damit wir das Boot mal ein bisschen, weil das war echt knapp, ey. Das, auf geht's. Das, ja, reden zu viel, machen, nach ihm, Captain. Ja, man, Ja. Sprungattacke. Uns kann nichts passieren. Wir sind Drecksviecher! Auf Katzen. Guck mal, die Katzen hier, die können nichts, Captain. Die Katzen hier. Die Schlangen. Die Katzen hier können nichts. Schnecke. Oh, Seite. Sie beschützen mich, Captain. Ich schütze sie. Au! Das geht ja ab wie Schmitz Katze mit dem Ding hier. Ja. Da kriege ich ja... Vorsichtig, wenn ich einmal mit der Sichel erstmal loslege... Ein bisschen Fahrt, ich merke das doch hier. Wir kriegen ja hier Fasern und Seide, bis der Arsch kommt, ey. Ja, genau, dafür ist es doch da. Geiles Teil. Jaha. Schwimmen. Das läuft ja eins. Hast du... Ja, das ist ja hier wie Miraculix, der hat auch so ein Ding gehabt. Deswegen war er auch immer so cool. Hieß der nicht Miraculi? Ja, der hat auch Nudeln. Der hat auch Nudeln gemacht. Der hat auch Nudeln gemacht, meine ich doch. War das so? Weil da oben waren noch mehr Blomskis, ne? Ja, da waren jede Menge Blomskis. Hier oben waren auch jede Menge Schlankskis, aber ja, Blomskis waren hier auch. Warte, hier ist eine Blume. Oh, mitnehmen. War die gut? Wie war's für dich? Ja. War schon schön. Hier drüben ist wieder dieser komische... Der, weißt du noch? Also da geht's auf jeden Fall runter. Da ist dieses Feld mit den Dingsies. Und da rennt auch so ein komisches Fliomida rum. Also ist da nichts. Das war ein tiefer Sprung, Herr Doktor. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Das ist gar nicht so... Was sind das so Hier sind auf jeden Fall ganz viele von diesen komischen Viechern. Ja. Guck mal. Ein Dilo ist hier auch noch, Dilo. Aber. Er lässt uns auch in Ruhe. Ich glaube, wir müssen aber hier links rüber, meine ich. Dilo Schmilo, sag ich nur. Da sagt er Dilo Schmilo, der alte Schmilo. Du bist voll in die Wand geflogen. Warum machst du denn das? Weiß ich nicht, war das nicht hier? Ja! Ja! Hier waren noch Schlangen. Lange checken, check. Ich checke. Check. Ich checke auf der anderen Seite. Alter, ich sehe hier nichts. Blumen ohne Ende. Ja, Mann, hier ist alles voll. Ich bin ein Rasenmäher. Irgendwo da draußen lauert der Feind. Lauert er hier? Blutegel. Wo? Mein Feind. Genau vor mir. Warte! Da kommen hier. Jetzt sind sie vor dir und dich unterwegs. Da kommt noch einer. Rechts von dir. Alter, die geben Chitin. Und Siliziumperlen. Siliziumperlen? Jo. Sehr gut, dann können wir uns sogar die Kopfbedeckung, die Wüstenkopfbedeckung machen. Da brauchen wir Siliziumperlen für. Jo, weil die so einen Sonnenbrandschutz hat hier. Wie heißt das? Sonnenbrille heißt das, genau. Ja. Alter Schwede. Alter! Das nimmt gar kein Ende, ich bin hier... Du bist hier voll im Massaker-Modus. Ich bin die Mähmaschine. Schlange! Wo? Was für seine ist. Warte, kommt jetzt und zack! Ich mäh. Die hat überhaupt keine Chance, hat die.
Oh, die Gänsehaut bleibt ja, ne? Das ist ja egal. Ich bin ein Mähroboter. Du bist ja ein Mähroboter unter den Mährobotern. So, das sieht doch alles ganz gut aus. Ist alles sicher. So, ich mähe nochmal schnell den anderen Rest weg. Jo, weil, alles mal. Wenn wir schon mal hier sind, dann mähe ich auch alles. Ja, dann mähe das weg und wir hören uns gleich wieder, würde ich vorschlagen, oder? Würde ich auch so sagen. Bis gleich. Bis gleich. Das war mal Back in Action, Music Action. Aber sowas von. Ich bin ja schwerst begeistert. Also Herr Stiel, Sie haben ja Courage bewiesen und Sie haben jetzt hier. Also ja. Ich möchte Sie befördern. Oh, danke. Ich möchte Sie hiermit befördern zum Leichtmatrosen? Ja, doch, Leichtmatrosen, ja, auf jeden Fall. Und wie heißt dein Vieh? Wie habe ich denn da? Das ist Sweetie. Sweetie, du wirst erster Mat. Damit hast du Dr. Stiel was zu sagen, nur dass du es weißt. So. Jawohl. Dann lass uns diesen schrecklichen Ort. Spuckst du da in? Ich hab mal da reingespuckt, genau so. Dem schrecklichen Ort entgehen, meinst du? Ja. Ich bin sowas von dafür. Und wir zeigen dem Sumpf den Stinkefinger. Ich hab irgendwie 40 Fleisch. Wenn du kurz stehen bleibst, kann ich dir ein bisschen was hinschmeißen. Schmeiß mir was hin. Gib mir Fleisch. Mach mich satt. Danke. So. Darf ich jetzt wieder fahren? Ja, vorwärts. Wir wollen jetzt wieder dahin, wo wir waren. An sich noch weiter, weil da war ja auch langweilig. Da war vor allen Dingen heiß, war es da. Genau. Wir müssen was dagegen tun. Ja, das ist eine. Was willst du tun? Da ist schon wieder so ein. Was ist das denn da schon wieder? Das ein ist Molch. Ein Stein. Nein, das links von uns, Herr. Das ist. Leichtmatrose. Wackel. Es ist. Irgendwas, was angreift. Es kommt. Es ist schon da. Au, oh, mir erschrocken. Hab ich mich erschrocken. Alter, weg. Ich bin schon dabei. Halten Sie mal, fahr weiter. Au, sag mal. Nichts hält mich davon ab. Ich fahre. Ich bin blind. Du bist blind? Ja. Oh ja, sehe ich. Du leuchtest. Ich kann mich auch nicht bewegen. Fahr weiter. Ich fahre. Baller dem immer ins Gesicht. Das ist gut. Hat er auch verdient. Bam! Voll die Fresse. Bam, voll in die Fresse. Sag mal, wo schießt du eigentlich immer hin? An dir vorbei. Nein, du hättest jetzt sagen, du bist bam, voll erledigt. In die Fresse. Okay. Bam. Der nächste geht in die Schnauze. Bam. Alter. 4, 5. Bam. Komm, jawohl. Ba. Da guckst du blöd, ne? Ja, jetzt guckst du gar nicht mehr. Warum nicht? Weil du bist tot. Hallo. Das war aber auch. Das war schon amtlich. Wuppi. Ich baue für uns jetzt
lecker Klamotten. Was hältst du davon? Ich schmeiß die Nähmaschine an. Ja, finde ich gut. Mach mal ein bisschen was Luftiges untenrum, ein bisschen kürzer bitte, an der Seite leichten Saum. Ja. Und leichte Schnürschuhe, wie wär's damit? Das wäre super. Also ja? irgendwas, aber ohne Absätze bitte. Also ich versuche mein, also irgendwas Breites, Flaches. Geht klar. Sehr schön, wunderbar. Ab an die Werktischbank. Da. Was brauche ich denn dafür überhaupt? Hallo. Einmal mit Profis. Sind wir schon fertig? Achso, das baut man nicht da, das baut man in der Werkbank. Das ist sehr gut. Wüstenkleidung. Wüstenkleidung? Das siehst du an, beschimpft dich dann, oder was? Wie viele Hosen möchtest du? 47? Nein. Wieso 47 Hosen? Wie viele Seide hast du denn gesammelt? 1200? Okay, ja, nee, das muss jetzt nicht sein. Hattest du nicht Siliziumperlen gefunden? Ich habe Siliziumperlen gefunden, ja. Wir brauchen auch noch wieder Siliziumperlenschrank. Oh, gut, für die Mütze brauchen wir noch was anderes. Das ist unser Kryptonit. Was fehlt uns? Was könnte es wohl sein? Chitin. Nein. Schlimmer, Obsidian. Nein, das haben wir auch noch schon schlimmer. Gefunden. Was ist, wie gesagt, wirklich unser Kryptonit? Oh Gott. Sieht auch ein bisschen so aus. Das sieht so ein bisschen aus wie Kristall. Jawohl. Oh, Mann. Ja. Oh, du willst mich doch verarschen. Echt nein, jetzt? Also ja, für die Mütze brauchen wir halt noch Kristall. Und du meinst wirklich nicht den Comedian, oder? Nein. Ah, ich hatte gehofft. Ich hatte ein bisschen gehofft. Und das ist schon schlimm. Kannst du kurz Pause machen? Ja, ich mach kurz Pause. Mitten hier am Ozean, was soll denn hier passieren? So, ich zieh mich mal um. Ja, ich hab Wache. Ja, ich werde mich bestimmt nicht umziehen, wenn du zuguckst. Ah! Gehst du raus? Bist du irre? Hab ich mich erschrocken? Das kannst du nicht einfach machen. Hallo. Alter, bist du... Jetzt kommst du... Aber schick's... Alter, modische Klamotten, sag ich mal. Oder? Und vor allem armfrei. Ja, das muss so. Das heißt nicht, dass du in Zukunft da irgendwie reingucken darfst. Mann! Hast du das gesehen? Captain, hast du das gesehen? Das ist unglaublich, was der gemacht hat. Ich sag dir. Die Klamotten in den Schrank getan, die Lederklamotten. Das ist eine gute Idee. Schlepp mir die nicht mit, ne? Genau. So, Warum hast du deine Metallarmschienen? Hast du ersetzt, oder? Die Metallarmschienen habe ich ersetzt, ja. Alles klar. Ich weiß gar nicht. Ich sehe ja wirklich gut aus, ne? Arme, das hat Rüstung 40 und die anderen Arme haben Rüstung, 143. Ja, die Metal-Armschienen sind nicht ohne. Ich nehme die Metal-Armschienen. Wollte ich gerade sagen, mach das mal. Und der so, wir nähern uns dem... 5,6. Na gut, es ist halt wenig... Ja, scheißegal, aber die Metall-Armschienen bleiben... Du siehst auch einfach mal viel mehr Metal damit aus, ne? Also ja, Alter, Lungen, ey. Ich hab Arme frei, aber Metal an der Unterarme, ey. Ja, das stimmt. Das ist schon... Wie sehe ich mich eigentlich von... jetzt sehe ich mich von vorne. Oh, sehe ich gut aus. Haha, so sieht das aus, als wenn ich große Ohren hab. Du hast große Ohren? Ja, weil Sweetie, ja, Mann. Weil Sweetie im Hintergrund ist. Ja, stimmt. Gut. Ich vermisse Chili. Da kümmern wir uns drum, sobald wir wieder festen Wüstensand unter den Pfoten haben. Ja, das ist richtig. Und Mrs. Boso vermisse ich auch. Ja. Sie war das lustigste Berliner Krokodil, das wir kennen. Ich würde sagen, wir geben wieder Gas. Ich drücke schon voll auf AK hier, also bitte. Vollgas! Vollgas! Mann über Bord! Echt jetzt. Seufz. Und mit diesem Gag. Na. Das ist aber auch
dunkel hinter uns. Also unter uns, unter mir. Ja, da ist mal so nix. Gut, Vollgas! 3 Wochen später. Ach ja, die Fahrt ist auch echt ewig gedauert. Och Mann, ich kann nicht mehr. Alter, das ist aber echt anstrengend. Was aber, ist für ein Geräusch? Ja. Wieso? Meinst du? Hast du einen Freund? Was ist... was für ein Freund? Halt an, dreh um. Was macht der da? Alter, hab ich mich verjagt. Oh, du Pisser! Was ist das? Wieso sitzt der da? Ich hab's geschafft, mich auf der Reling festzuengen. Echt? Ja. Ja. I wanna dance like di-di-di-di-di. Jetzt fliegt er weg. Ja. Aber nicht mehr gefahren sind. Das war ihm langweilig. Mann! Alter, was war unglaublich. Ja, Leute, wir sind fast am Ziel, also wo wir hinwollen. Es dürft nicht mehr lang und dann wollen wir weiter. Also nochmal Turbogas geben. Ja, Düert, für die Leute, die es nicht wissen, das ist Norddeutsch, ne? Wir kommen ja aus Kiel. Aus Kiel Rock City. Also, wenn wir, auf die Karte, so, ne? wenn wir auf die Karte gucken, wir wollen so da hinten, also da, wo wir jetzt quasi fast so hingucken, so ein bisschen nach rechts. Da so wollen wir hin, so 35. Ja, das ist ja auch gut so. Das soll ja auch so sein, ne? Genau. Genau. Da vorne. Das hab ich. Da wollen wir hin. Da so. Da so? Nee, da so links so. Da so. Da so. Da so. Da so. Da so. Können wir eigentlich schon Argentavis-Sattel machen? Argentavis-Sattel? Ja, ab wann kann man die Argentavis-Sattel machen? War es 65 oder was war das? Na, früher glaube ich sogar, oder? Echt? Ich weiß es nicht. War es 63? Irgendwo. Wir können ein Sturmgewehr machen. Wollen wir ein Sturmgewehr machen? Hier stürmt das doch genug. Wir brauchen doch keinen Sturm dafür. Weißt du, trägst hier irgendwelche Lappen und wickelst sie rum, damit du cool aussiehst. Und trägst Ritterrüstung an den Armen, aber möchtest ein Sturmgewehr. 62. Rufen wir uns jetzt Zahlen zu? 77. Ja. 12. Ah, Stich. Arschloch hoch. Gestochen zu Kuh, Reh und Hirsch. Was ist das denn da? Was da? Gar nichts los. Alter, das ist einfach nur Gebüsch. Das ist ein Wassergebüsch. Ein Wassergebüsch. Ah, der ganze Zeit weinend Wassergebüsch ist es. Aber da vorne links ran? Was aussieht wie so ein kaputter. Ja, so geradeaus, genau. Und wenn der aussieht wie ein kaputter, dann gehen wir da hin. Kaputter. Ich wollte sagen, wie so ein kaputter Bunker da rechts. Kaputter Bunker da rechts, ja, alles klar. Wie als wenn da mal ein Torpedo ringeschossen ist, wa? Ein ringeschossener Torpedo, ja, der lecker Torpedo, ja, Mann. Fahr die Ente nicht über, du fährst voll auf die Ente zu. Mann. Immer diese Enten, die hier im Wasser sitzen, weißt du? Ey, unglaublich. Und ich häng jetzt hier. Hör mal, ja, Kackente, ich hab dich aufgeschrieben, hab ich dir getutet. Hab ich dir gezeigt, doch. Genau! Die hab ich mir gemerkt. Hör mal, so. Hör mal. Hör mal, du, die Enten von heute, wa? Und ich könnte dir was erzählen über die Enten von heute, du. Wo wir gerade von Argentavis reden. Ich wollt's gerade sagen. Hier, hör mal, was machen wir jetzt, wenn wir das Ding hier jetzt parken? Fahren wir mal nach rechts, weil zu den Argentavissen müssen wir jetzt nicht unbedingt. Ja, die können wir ja eh noch nicht fliegen, dann will ich sie auch noch nicht haben. Ja, ist ja gut, du hast ja recht. Was wir machen, wir hier parken, wir besorgen uns Wachen. Wachen ist gut. Weil nochmal, wie das eine Mal, als wir da auf der Insel geparkt, was ist das? Ich will das haben. Was zum Geier? Was ist das? Das ist ein Tech-Raptor. Aha. Na, aber nee. Wir haben... Rocky, mach dich bereit für Action. Oh, geh in den Schrank gelaufen. 2 Raptoren, 3 Raptoren, 5 Raptoren. Macht nix. Was sagst du so? Solange da kein Glimmer mehr dabei ist. Alter! Also mir geht's haben wir gerade 5 Raptoren.
Alter! Ja, Captain Jack hat ein bisschen was abbekommen. Aber ja, wir haben gerade 5 Raptoren klar gemacht. ich parke das Floß gut. Au. Ich parke das Floß gut auf. Ja, ich wollte nicht sagen besser, weil dann sage ich ja, dass der Captain nicht gut geparkt hat. Weißt du? Ja, so, hast du sehr gut gemacht, Leichtmatrose. Da krieg ich sogar Schluck auf bei. So habe ich geparkt, dass man besser hinten an die Rampe kann. Das heißt, du hast jetzt doch besser geparkt. Nein! Ich habe das Floß gut geparkt. Du hast meinen Parkversuch noch ein bisschen perfektioniert, weil du weißt, dass ich auf Perfektionismus stehe. Ja, ich habe das quasi in ihrem Auftrag gemacht, Kapitän. Das ist sehr gut. Da vorne sind Hyänen. Ja, meine Idee war es, genau, wir wollten uns Wachen zähmen. Ja, dann nehmen wir doch die Hyänen und stellen die aufs Boot, oder was? Wenn die schon mal hier sind. Aber wir dürfen keine emotionale Bindung zu den Hyänen aufbauen. Zu allen 5 nicht? Das dauert ewig, bis wir die gezähmt haben, oder? Weiß ich nicht. Naja, die muss man ja patchen und so. Echt? Nee. Ach, Keule. Ach, das Thema hatten wir ja schon mal, ne? Ja, ja, wir haben das doch schon mal gemacht, du erinnerst dich. 45 Minuten lang Hyänen zähmen. Ach, das war's. Was machst du jetzt? Warum rennst du? Greifen die an? Nee, die greifen nicht an. Nein, die greifen nicht an. Du musst hinter denen herrennen und musst den Poshi streicheln. Will ich nicht. Ich bin den Berg hochgelaufen. Dann komme ich mit. Jetzt wollen sie dich. Ja, dann kriegen sie mich auch. Und er hat gesagt, sie kriegen Rocky. Die Killerpranke. Hat er nicht mal in so einem Kung-Fu-Film mitgespielt? Die Killerpranke? Ja. Ich kenne nur die Hand Gottes. Oder wie das heißt. Da fällt sie runter. Bis ganz nach unten. Oh, Killersprung mit Fressattacke. Fressattacke! Ich hab's genau gesehen. So, ja, das irgendwie... Kommt das aber auch nicht. Das kann sich ja keiner mit ansehen, wie dieses Tier hier runterrollt. Nee, ich hab's auch erstmal. Wir haben jetzt dummerweise, ich sag jetzt mal, 2 Verteidigungseinheiten mal komplett ausgelöscht. Sie haben recht, Captain. Wollen wir den Kanu nehmen, der da hinten kommt? Da kommt ein Kanu? Ich bin doch gerade am Ausladen. Geradeaus Kanu? Ja, macht immer, warte mal. Ja, den Kanu können wir nehmen. Da müssen wir aber dann hier Taming und so machen, ne? Ja, wir machen hier Betäubungspfeile, reiten auf vom Tiger. Sind wir auch schneller, oder nicht? Ja, das geht. Attacke! Was sagt der Attacke, du? Ist das noch ein Kanu? Ja, ist es. Mann, wir sind doch wieder so Meisterschützen da. Oh, 2 Treffer immerhin. Ist er hinter mir hier? Nee, hinter mir. Er blutet schon? Jo. Reicht. Er will flüchten? Nicht abschießen? Nee. Komm, fall um. Fall nicht ins Wasser. Was genau hast du daran nicht verstanden? Egal. So. Stopf ihn voll. Ich hab kein Fleisch. Ich hab Fleisch. Warte, ja, warte. Rocky hat auch. Oh, Rocky hat noch Prime Meat. Sehr gut. Oh, geil. Rein damit. Und ich hab Metallschrott. Achso, vom... Du hast doch den Tech-Raptor umgelegt. Ja, wieso hab ich denn Metallschrott? So, da hat jetzt 2-mal Prime Meat. Soll ja wohl relativ schnell gehen. Oh, der ist auch gar nicht so schlecht. Naja, was heißt gar nicht so schlecht? Also, wir haben... Wir haben 49 keine, ist schon okay. Keine Beziehung dazu. Nein, haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Nein. Guck dir mal die kurzen Ärmchen an. Wer will denn dazu eine Beziehung haben? Ja, genau. Wenn es dir mal schlecht geht, stell dir vor, wie ein Kanotaurus versucht, sich das Bett zu machen. Ja. If you're happy and you know it, clap your... Oh. Der Klassiker.
Bin auch nie einmal nur. Ich habe Hyänen gefunden. Jede Menge davon. Naja, ist egal. Klatsch! Oh, Skorpione! Klatsch! Skorpione! Oh, Skorpione sind auch super Verteidigungsanlagen, aber mit einem Kano sind wir so safe. Ja, der kommt hier gerade her, deswegen. Ich mach den mal kurz weg. Oh, der ist hübsch, der hat wieder Beine. Alter, bist du bescheuert? Du kannst doch nicht zu mir schießen! Ich kann doch nichts dafür! Alter! Mann! Ballerst du den mir ins Gesicht und den piekt der mich auch noch? Ich kann doch nichts dafür, dass ich die Todespranke habe, bitte! Ach so, ja gut, okay. Will er nicht mal essen, oder? Das Fleisch verdirbt in seinem Inventar. In ihrem Inventar, Scusi. Ich wollte gerade sagen, das ist doch ein Weibchen, oder nicht? Ja. Aber mal, was macht Miau, ist 33 und ist echt angepisst. Säbelzahntiger. Also, 33? Jo. Kann man mal Anstand haben vor dem Captain, oder? Eigentlich ja schon, ne? Warte mal, Captain, wie siehst du aus? Boah, Captain sieht doch gut aus. Elementstaub. Das Vieh kommt vor allen Dingen hierher, zack. Elektronik. Ich hab Sachen, du glaubst du gar nicht. Oh. Und da hat er den Captain, hat er ihn mal lang gemacht, hat er ihn mal, ne? Hast du noch Prime Meat? Nee, Prime habe ich glaube ich nicht mehr, warte. Kannst du hier jeden kloppen? Die hatten Prime Meat. Ich habe nur normales, aber ich gehe mal Hyänen kloppen. Ja, weil eins hat der Kano noch, Filet. Und wenn er das auf isst, dann können wir ihm nämlich nur mit Filets zähmen. Das gibt einen richtigen Bonus. Wenn du das sagst. Ich habe keine Ahnung von nix, aber manche... Du hast ja keine Ahnung von nix? Ankerlichten! Nein! Komme, mein Captain. Hör mir schon. Hattest du Prime Meat gefunden? Nein, ich bin zum Spaß hier wieder hergeritten. Mann, ey. Einmal Profis. So. Und dann primen wir weiter. So, dann gehen wir nochmal eine Hyäne kloppen. Ey. Wenn du mich suchst, ich bin Hyäne kloppen. Ich finde... Ah, Getavis. Der beißt gerade irgendwelche Katzen tot, die Scheißviecher. Oh, noch mehr Panther. Hier ist Pantherland. Also eins begreife ich nicht, ne? Man sagt ja, dass die Tiere nicht das beste Fleisch zuerst essen, sondern dass sie das in der Reihenfolge essen, wie es drinnen liegt. Ja. Du kannst die Reihenfolge aber nicht ändern. Nein, kannst du nicht. Du musst es rausnehmen, was die aber nicht mögen. Das heißt, du musst dir vorher Gedanken darüber machen, was du denn für Fleisch da reinpackst. Da rein und raus nervig. Kannst du ja machen. Du, er darf halt zu keinem Zeitpunkt kein Fleisch haben, wenn er... Ich hab's auch gerade gemerkt, was ich gesagt habe. Rein und raus. So, ja. Oh, die Katze. Hallo, Katze. Aber ich glaube, er isst das von rechts weg. Von rechts nach links. Weil er hat eben gerade das Fleisch gegessen mit dem wenigsten Haltbarkeitsdatum, sag ich jetzt mal. Ah, ja, die Carnotaurier, Carnotaurier sind dafür bekannt, dass sie sehr umsichtig fressen. Das heißt, echt? Das, was als erstes weg muss, fressen die. Nein. Ankerlichten! Oh Mann! Was war das? Was? Das war ein Ichi. Was? Ein Ichi-Klitschi! Hat mich angebrrrt. Ja, bist du denn jetzt? Ich hab dich verloren. So? Auch weißt du, ja, jetzt hab ich euch wieder gefunden. Hallo. Ich glaube, wir brauchen noch einmal. Brauchen wir noch Prime Meat? Ja, aber hier sind zwei Agentavisse und die fressen alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Mann. Kannst du die Agentavisse nicht töten? Bringen Agentavisse nicht Prime Meat? Die bringen auf jeden Fall diese komischen Krallen, weil man so Großwildjäger plötzlich ist und so. Ja, ey, du hast eine dicke Katze. Ja. Katze, Vogel, wer gewinnt da wohl? Der ist nicht dick. Du hast den Captain nicht gerade dick genannt. Doch, dick an Muckis. Ah, ja, Glück gehabt, doch. Oh, gerade eine knappe Nummer jetzt hier, so. So, ich renne jetzt hier gerade die Hügel hoch. Hier ist ein
Stegosaurus. Hier ist eine Möwe, noch eine Möwe. Hör mal, aber Möwen. So, Möwe 3, Freunde, Möwe 4. Guckt euch an, wie es weitergeht auf der Jagd nach Prime Meat und wie wir den Kano dann auch möglicherweise dann auch vielleicht fertig haben. Ja. Weiß ich nicht, oder wie auch immer. Werdet ihr sehen, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet. Und dann werden wir diese Insel mal einen kleinen Besuch abstatten. Und gucken, das machen wir, was hier so abgeht. Mit, aber wir sind ja dann abgesichert. Wir haben ja dann ein weiblichen Kano. Eine Wache. Genau. Wo wir keine persönliche Beziehung zu aufbauen werden, weil dann müssen wir sie ja mitnehmen in unserem Floß. Und das geht meistens in die Hose. Das geht nicht. Wir können das, wir haben schon. Das da ist er ja schon. Leute, ich würde sagen, mit dem Ding verabschieden wir uns mit diesem wunderschönen Gesicht irgendwie. Hallo. Ist schon ein bisschen dämlich, oder? Ja, ein bisschen. Egal. Aber es gibt einen Dino, den habe ich schon gesehen. Alter, der hat so den Unterbiss. Heißt das, wenn der Unterkiefer über den... Ja. Das sieht so... Oder hat den Oberbiss? Keine Ahnung. Irgendwas steht zumindest weiter vor aus seinem Gesicht. Und es sieht einfach... Ey, guck mal, das ist das, wenn der fliegt. Der hat die Arme nach hinten. Der ist aerodynamisch gerade. Das ist ein Anime-Freund. Das ist schon mal ganz schlecht hier. Also. Rakete! Ja, genau. So, Freunde. So. Macht's gut. Macht's gut. Guckt beim nächsten Mal rein. Like da. Liken, Daumen, Spaß haben, frei sein, dabei sein und so weiter. Ne? Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.